Ich bin Fusse von Bergische Wohnmobile und ich schaue mir heute den Adria Adora an. Wenn man in den Wohnwagen reinkommt, fällt einem sofort die helle, lichtdurchflutete Sitzecke hier auf. Durch das große, gewölbte Panoramafenster und den seitlichen Fenstern kommt jede Menge Licht in diese Ecke rein. Man kann natürlich bei Bedarf alle Fenster öffnen oder abdunkeln. Zusätzlich haben natürlich alle Fenster ein Fliegenschutzgitter integriert. Die Sitzbank dient natürlich auch als zusätzlicher Stauraum für Dinge, die man nicht in den Schränken verstauen will oder kann. Zum Beispiel zusätzliche Decken und Kissen für Gäste. Das fest verbaute Soundsystem im Adria Adora macht ein längeres Verweilen im Wohnwagen interessanter. In der Küche finden wir nicht nur die Edelstahlspüle und den 3-Flammen-Gaskochherd, sondern auch wieder jede Menge Stauraum für Küchenutensilien und Geschirr und einen riesengroßen Kühlschrank, in dem man auch mal für ein paar Tage kühle Getränke und Nahrungsmittel unterbekommt. Das Schlafzimmer ist vom restlichen Wohnbereich mit einer Faltschiebetür abtrennbar, so dass man zwei abgetrennte Bereiche erzeugen kann. Im Schlafzimmer haben wir ein großes Bett, die Maße dazu packe ich euch in den Infotext. Des Weiteren gibt es hier wieder jede Menge Stauraum in den Hängeschränken und unterm Bett. An den Stauraum unterm Bett kommt man auch von außen, so dass man nicht immer das Bett auf und zu machen muss, um an die Sachen da drin zu kommen. Wie man da dran kommt, zeige ich euch im Anschluss. Neben dem Bett befindet sich dann das Bad. Dies ist ausgestattet mit einem Klappwaschbecken, einer Dusche und einer Toilette. Alles in einem kleinen Raum. Von außen hat der Adora natürlich wie jeder andere Wohnwagen Wasseranschluss, Steckdosen und dergleichen. Hier haben wir die Klappe, die zum Stauraum unter dem Bett führt. Und so leicht lässt sich das Ganze öffnen und beladen. Natürlich ist das Ganze auch abschließbar, so dass keine Fremden Zugang zu dem Stauraum finden. Die technischen Daten zum Adora 522UP findet ihr im Infotext. Dort findet ihr auch Links zu weiteren Wohnwagen, Wohnmobilen und Campervans, die euch interessieren könnten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schaut euch unsere anderen Videos an und folgt uns auf Instagram und Facebook. Dort halten wir euch dann ständig auf den Laufenden. Peace!